Hallo und willkommen zurück zu Fridays the 13. 13th? Fridays the 13th, The Game. Jetzt habe ich gerade das Datum falsch ausgesprochen. Ui. Peinlich. Nee, ist schon okay. Englisch ist nicht meine Stärke. So, und ich spiele jetzt noch eine Runde. Ich habe ja jetzt vorhin eben schon einen Part aufgenommen. Ich nehme jetzt direkt nochmal einen hinterher auf. Diesmal sind wir auch mehr. Eventuell lade ich sogar die beiden Parts heute auf einen Schlag hoch. Weil ich muss sagen, als mein Lieblings-Let's Player das angefangen hat zu zocken, habe ich das praktisch, ich habe das durchgesuchtet, der hat das dann auch Twitch auch live gestreamt, das ist schon ganz cool sowas. Und ich hoffe, dass er jetzt mal, oh, jetzt gehen sie wieder alle raus. Ich hasse das aber, wenn wir immer so wenig Leute sind. Es dauert halt immer so ein bisschen, bis man genug Leute zusammen hat. Ab und zu, wenn, glaube ich, keine freien Plätze verfügbar sind, irgendwie mache ich auch eine eigene Lobby auf. Also das Spiel macht für mich eine eigene Lobby auf. Und dann muss ich, es dauert dann immer schon so 5 bis 10 Minuten, bis sie dann mal voll ist. Je nachdem, wie viele aktive Spieler es gerade sind. Ich glaube, dass es auf dem PC geht, wahrscheinlich schneller, weil es schon mehr PC-Gamer gibt als Konsolen-Gamer. Denke ich, meine ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. In meinem Freundeskreis bewegen sich überwiegend Konsolen-Gamer. Daher kann ich das nicht ganz so beurteilen. Aber ich denke schon, also dass PC-Gamer stärker sind, also stärker vertreten. Obwohl es so viele Konsolen gibt. Aber ich denke, das liegt auch immer daran, was man am liebsten spielt. Ja, beruhig dich, wenn dann einer anfängt und wird nervös, weil er anfangen will, macht dir dieses nervige Ding. Dieses, ich weiß nicht, an- und ausschalten, dass er bereit ist. Mich nervt sowas immer. Na nee, gut, aber ab und zu so langsam anfangen würde ich auch gerne mal. Naja. Geht ja gleich los. Okay. Mitten im Spiel kann Jason in der Wutmodus wechseln, so kann er Türen. Naja, Türen und Wände direkt einschlagen. Das ist fies, weil am Anfang, wenn man die zusperrt, braucht er immer ewig, um reinzukommen. Und im Wutmodus muss er nur einmal zuhauen, dann geht diese Tür zu Bruch. Total unrealistisch. Ich finde es so schade. Oh, entschuldigt, ich bin noch ein bisschen müde. Ich bin gestern nach Hause gefahren und habe jetzt heute Morgen, als ich aufgestanden bin, die Wohnung aufgeräumt. Also nochmal aufgeräumt, nochmal sauber gemacht, weil es hat sich jetzt über 2 Wochen doch viel Staub angesetzt. Und ich finde das vor allem im Bad, mag ich das nicht. Ich finde das eklig, wenn dann da. Es ist eigentlich nur Staub, der da rumliegt, aber wenn ich dann Zähne putze oder dusche oder auf die Toilette gehe oder halt jetzt mal schnell die Waschmaschine an einem Sonntag anschmeiße, was eigentlich echt nicht in Ordnung ist, aber irgendwie muss ich meinen Kram ja waschen. Boah, nee, also Bad, Staub, nee. Auch wenn ich Bad putzen nicht so geil finde, weil es einfach, naja, es ist das Bad. Da mache ich lieber die Küche sauber, aber es muss halt sein, ne? Bitte lass mich nicht vor Jarvis Haus oder so spawnen. Oder natürlich vor gar keinem Haus. Und ich habe keine Karte. Och, shit. Da hinten sehe ich aber eins. Da rechts ist auch eins. Nehme ich doch als allererstes erstmal das hier. Was war denn das? Ach, das ist die Tür. Oh, die hat man jetzt aber gar nicht gesehen. So, zumachen. Und dann steht hier irgendwas zum Aufmachen. Nee.
Erstmal bewaffnen. Oh, das ist so ein Haus, da sind kaum Sachen. Aber direkt eine Karte. Also, ich versuche immer verzweifelt eine Karte zu finden, irgendwie, weil die Karten schon echt nützlich sind. Ansonsten kann man sich nämlich hier drin nicht orientieren. Vor allem, wenn die Polizei kommt. Na gut. Was ist denn das? Ich glaube, ich nehme lieber das Rohr. So. Wo bin ich denn? Da. Na, hier war natürlich jetzt schon jemand drinne. Toll. Karte habe ich jetzt schon. Ah. Tommy Jarvis wurde also auch schon gerufen. Das ist relativ einfach. Da braucht man einfach nur das Funkgerät und muss da reinschreien. Und dann kommt der. Das ist so ein helfender Charakter. Wenn einer tot oder entkommen ist, kommt er als dieser Tommy zurück. Oh, entschuldigt, irgendwie setzt sich bei mir gerade wieder die Erkältung durch. So, jetzt bin ich hier zurückgegangen, aber da hinten war doch noch ein Haus. Ich bin nur nicht so gerne auf diesem Inselchen. Weil wenn ich dann, um Jason zu entkommen, schwimmen muss, der also... Jason ist im Schwimmen ein Monster. Das ist der Hammer. Der schwimmt in einem Tempo, vor allem unter Wasser. Das ist schon nicht mehr menschlich. Ich müsste eigentlich mal wieder den Film gucken. Ich glaube, den gibt es aktuell bei Netflix noch. Netflix oder Amazon Prime. Gibt es Freitag, der 13. Aber die Neuauflage. Also nicht die alten Filme. Leider. Die alten Filme waren cool, die habe ich gesehen. Mal schauen, ob wir jetzt hier irgendwas Nützliches finden. Irgendwie ein Autoschlüssel oder sowas in der Art wäre schon ganz cool. Noch eine Karte. Also aktuell, manchmal wird man von diesen Karten echt zugeschmissen und dann wiederum findet man keine einzige. So, das war jetzt wenig hilfreich. Hier ist auch nirgendwo das Gas. Oder die Autobatterie, hat die denn schon irgendeiner gefunden? Da hinten ist auf jeden Fall schon mal die Schraube vom Boot. Also mit dem Boot zu entkommen ist meistens ein bisschen einfacher, auch wenn Jason schwimmen kann, wie blöd. Aber für das Boot braucht man halt wirklich nur die Schraube und Gas und man muss nicht noch einen Autoschlüssel finden. Weil dann geht nämlich immer immer das Lustige los. Derjenige, der die Autoschlüssel hat, ist nämlich an der Macht. Weil er kann auf jeden Fall mitfahren und so ein Zweisitzer-Auto. Also ich habe mich auch schon mal um so ein Zweisitzer-Auto prügeln müssen. Hier ist jetzt wieder ein Viersitzer-Auto, daher geht es. Es gibt auch Leute, also Autofahrer, die setzen sich in das Auto rein und fahren dann alleine weg. Wenn dann Leute am Straßenrand stehen und gerne einsteigen würden, um mitzuentkommen, dann fährt er einfach weiter. So ein Mizzet gibt es halt auch, ne? So, war es schon jemand da oben bei den Häusern? Oh, da ist gerade einer. Einer gerade ins Gras gebissen.
Das ist immer so. Also Joggen ist langsamer, aber dafür verbraucht es die Ausdauer nicht so schnell. Und ab und zu braucht man die volle Ausdauer, wenn man vor Jason wegrennen will. Und hier ist schon gar kein Licht mehr. Aber hier war offenbar noch niemand. Aber da kommt gerade einer. Na, herzlichen Dank. Alter, es sind hier noch andere Häuser. Du Arsch. Da ist auch nichts drin. So, auf zum nächsten Haus. Na, da war schon einer drin. Aber trotzdem gucke ich mich nochmal um. Weil der schien wenig an den Schubladen interessiert zu sein. Oh, was willst du denn? Ach, das ist der Tommy, der helfende Charakter. So, hat denn irgendjemand jetzt die Batterie wurde eingebaut. So, es fehlt also nur noch praktisch das Gas. Okay. Gas, 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 Gas. So ein roter Kanister ist das. Was will der denn? Auch nicht. So, wo gehe ich jetzt als nächstes am besten hin? Warum sind die denn alle da unten? Der rennt mir jetzt die ganze Zeit hinterher, der Spacko. Na gut. Soll er doch. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Ja, jetzt kannst du laufen, Kumpel, ne? Jetzt kannst du laufen, du Arsch. Scheiße. Warum ist denn der jetzt hier bei mir, bitte? Nimm dir lieber den anderen. So fies das jetzt klingen mag. Nimm den anderen. So, jetzt bin ich relativ weit weg. Ducken. Ah, da drüben ist ja auch noch mal ein Haus. Jemand hat die Polizei gerufen. Okay. 5 Minuten. Das schaffe ich. Dass bisher noch keiner die Batterie gefunden hat. Gut, dann schlagen wir jetzt mal
Schlagen wir mal den Weg zur Hauptstraße ein. Wo war hier jetzt gerade ein Weg? Hier. So, jetzt muss ich schauen, dass ich mich irgendwie relativ mittig platziere. Am besten in dem mittleren Häuschen. Genau zu. Sind hier im Notfall irgendwelche Waffen noch? Oder jetzt ist noch einer hier. Das heißt, wir harren jetzt hier der Dinge zu dritt aus. Also mal ganz gut. Also ab und zu so ein bisschen im Team zu arbeiten, ist nicht verkehrt. Was hat der denn da an? Also ich weiß, dass man im Shop ab und zu noch so neue Klamotten für die Leute kaufen kann. Aber na, von mir aus, hau doch ab. Ich überlebe jetzt einfach ein bisschen. Ich mache jetzt ein bisschen Survival-Modus. Sörle. Wie lange noch? 2,5 Minuten. Versuchen wir noch 2,5 Minuten hier auszuharren. Das Problem ist, dass jetzt halt wirklich alle irgendwie hier hinten so ein bisschen rumwuseln. Der eine ist sogar noch da hinten. Ah ja, da kommt jetzt gerade noch einer. Ich sollte vielleicht genau mal hier alle Fenster aufmachen, die aufzumachen gehen. Die gehen nicht. Das geht. Das ist. Ich finde es so fies, dass hier hinten alle zu sind und hier vorne sind alle offen. Man kann mich nur durch die, die halt nicht irgendwie vergittert sind, durch. Ja, verschwinde ruhig. Das Lustige ist, es gucken halt alle. Die jetzt da hinten sind so ein bisschen blöd aus der Wäsche, weil wenn die Polizei ganz oben kommt, dann den Weg nochmal zu laufen, das ist scheiße. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich mich hier auch richtig platziert habe oder ob ich lieber, ich glaube, ich gehe mal besser in das eine Haus, was ein bisschen weiter in der Mitte noch ist. Und zwar das in der anderen Richtung, das da. Und dann bin ich mittiger. Je nachdem, wo die Bullerei dann hinkommt, komme ich auf jeden Fall gleich schnell hin. So. Erstmal alles zurammeln. Yo, ich wusste es. Ach, scheiße. Wäre ich mal besser im anderen Haus geblieben. Hier da hinten kommst du nicht durch, Kumpel. Ah, scheiße! Aber für sowas habe ich das da, du Mizzet. Bäh. Bullerei. Und zwar genau in der Richtung. Ich hänge. Ich hänge. Nein. Na, Host has left the game. Wie ätzend. Das hasse ich an dem Spiel, wenn Leute, die die Lobby aufgemacht haben, die müssen das Spiel bis zum Ende ansehen, auch wenn sie tot sind.
Und wenn die nämlich dann früher aus dem Spiel rausgehen, dann wird die Lobby geschlossen und dann werden alle aus dem Spiel rausgeworfen. Ey, es ist so ätzend. So ätzend, ich hasse das. Wenn ich die Lobby offen habe, lasse ich die auch immer bis zum Schluss offen, auch wenn ich dann immer manchmal ewig zusehen muss. Aber gut. Das ging jetzt auch wieder 20 Minuten. Ich halte mich relativ gut in dem Spiel als Survivor. Also als Jugendleiter, als Jason bin ich echt nicht so gut. Aber okay. Dann, das reicht jetzt auch schon wieder für ein Part. Ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass ich hätte es wahrscheinlich geschafft. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich geschafft. Ich hatte auch zwar keine Waffe mehr, aber es war echt nicht mehr weit bis zur Polizei. Also überlebt hätte ich wahrscheinlich, wenn nicht irgendwie was ganz schief gelaufen wäre. Aber gut. Ist jetzt halt passiert. Dann bedanke ich mich trotzdem fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüssi.